Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Reassembly. Ich hatte ja gesagt, ich fliege schon mal ein bisschen weiter nach rechts oben, oder zumindest war das der Plan. Ich bin jetzt mittlerweile hier. Hier gibt es noch eine Station, aber da traue ich mich momentan nicht dran. Warum? Weil da diese behinderten Sonnenblumenkack Pflanzen sind. Das Problem bei denen ist ja immer, dass die Framerate so massiv killen. Da haben wir gedacht, ey, den Bereich spare ich mir mal heute. Und wenn ich größere, bessere, vernichtendere Waffen habe, dann gehe ich da mal rein. Aber nicht mit dem, was ich momentan aufbieten kann. Das würde einfach zu lange dauern. Und bei so, da hätten wir ja dann aber eine krasse Dia-Show. Das würde dann schon ein bisschen nerven und einfach viel zu lange dauern. Was mir gerade auffällt, ich habe jede Menge R, kann es aber hier nirgends abgeben, weil hier keine Stationen sind. Das ist nicht so gut. Gut, wir haben letztes Mal mit Bauen aufgehört. Leider müssen wir heute auch mal wieder mit Bauen anfangen. Geht gar nicht anders. Aber meistens habt ihr da ja nichts dagegen. Aber das Schiff, so wie es jetzt momentan gerade ist, kann ich so aber nicht weiterverwenden. Deswegen muss ich ein bisschen bauen jetzt. Tut mir leid. So, das Ding steuert sich momentan ziemlich kacke, deswegen müssen wir hier ein bisschen noch Booster dran bauen, oder nicht Booster, aber Antriebe dran bauen. So, packen wir hier noch ein bisschen was rein. Ich denke, jetzt sollte das lang. Was wir jetzt auf jeden Fall noch brauchen, sind diese Containment Units. Packen wir hier hinten noch ein bisschen was dran. So, jetzt haben wir das. Oder wisst ihr was? Diese zwei Dinger hier, die sind, glaube ich, komplett für den Arsch. Da passt perfekt eine Containment Unit rein. Also auf diese vier Teile hier zum Steuern wird es auch nicht mehr ankommen. So, dann habe ich hier noch eine schöne Containment Unit reingeklatscht. Wie gesagt, ich würde ja gerne hier diese fetten Waffen noch reinpacken. Aber das ist, glaube ich, momentan einfach... Oder wisst ihr was? Ich baue die jetzt mal nicht rein, sondern ich baue die dran. Aber das ist... Warte mal. Die haben eh so eine riesen Reichweite. Aber da mache ich das Schiffchen lieber ein bisschen hecklastig, als dass ich die Dinger da so weit vorne am Schiff kleben habe. Dann noch ein paar Lasertrons zur Verteidigung. So, wahrscheinlich habe ich jetzt langsam doch wieder Energieprobleme, deswegen packe ich jetzt doch nochmal zwei Reaktoren mit in mein Ach, komm schon! Richte dich richtig aus, du Kackding! Nein! Ah, ich hatte es doch. Jetzt. Perfekt. Was können wir noch benutzen? Noch mehr Waffen. Kriege ich die jetzt irgendwo schon dran gebaut? Nee. Warte mal. Das hier ein bisschen nach vorne versetzen. Ein paar Angriffswaffen mehr hätte ich jetzt schon ganz gerne. Wenn ich schon nicht die fetten Möpse da dran packe. Ach, scheiße. Na gut, dann... Dann passt das so. Wie gesagt, ich will jetzt die fetten Möpse mal ausprobieren. Mal gucken. Wann sind die fertig gebaut? Jetzt. Okay, die... Wie oft schießen die? Da hieß es doch... 0,5 mal... Ach, scheiße, nee. Alle zwei... Ich hab letzte Folge falsch gerechnet. Ich habe gesagt... Zwei Schuss pro Sekunde, aber es sind ein Schuss pro zwei Sekunden. Das könnte doof werden. Naja, gut. Aber also jetzt fliegt sich schon wieder tausendmal besser, als es vorhin der Fall war. Oh, krass. Die großen Möpse schießen ordentlich. Oh, nicht schlecht. Kann man mit arbeiten.
Da unten wartet ein Agent auf uns. Den will ich mir jetzt mal anschauen gehen. Vielleicht habe ich ja bis dahin irgendwo noch eine Basis gefunden, aber ich glaube es fast nicht. Ich würde gerne ein bisschen Zeug abgeben. Ich habe nämlich gerade zu viel. Ich kriege aber auch nichts auf dem Radar angezeigt, dass da irgendwo eine Basis sein könnte. Naja, kümmern wir uns erstmal um den Typ da. Ich will nicht so schnell. Oh, wieder so viele Begleitschiffe. Ah, kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin, hoffe ich. Nein. Scheiße. Kriegen wir nicht hin. Verdammt. Alter, wie weit wir weg sind. Was zur Hölle ist hier los? Boah. Wo sind wir gelandet? Also ich war eben hier irgendwo. Da, nee, bei dem hier war ich, glaube ich. Oder? Boah, ist das weit weg. Ich glaube, ich fliege nach unten, ey. Nach links unten. Keine Lust jetzt nochmal auf so eine ewig lange Odyssee. Ich könnte da natürlich auch einmal quer durchfliegen, aber nee, das muss nicht sein. Ganz ehrlich. Das muss nicht sein. Ich will jetzt schnell Geld verdienen. Schnell R verdienen. Und da unten ist auch noch ein... Da, wo ich jetzt drauf zufliege, ist auch noch irgendwo ein Agent. Vielleicht lässt er sich ja von uns töten, wenn wir ihn nicht fragen. So. Ach, was bist du denn für einer? Eine rumfliegende Station. So mehr oder weniger. Auf jeden Fall überlebensunfähig war der gerade. So, und wir sind jetzt eigentlich schon fast bei dem. Bitte nicht wieder so viele. Oh, so viele kleine. Das sind meistens die schlimmsten, die kleinen. Weil die schnell sind. Ich lasse die jetzt erstmal auf mich zukommen. Scheiße. Nein, hört auf. Ärgert mich nicht. Lass mich in Ruhe. Boah, die haben ordentlich was an Panzerung und Schilden anscheinend. Ein Glück habe ich auch letztens ein bisschen in Schilde investiert. Sonst könnte das jetzt tatsächlich ein Problem geben. Komm schon, geh durch. Scheiße, die sind heftig gepanzert. Ich würde gerne mal eine Nahaufnahme von den Dingern sehen. Da, das war heftig eben. Das war heftig. Das bedeutet, wir müssen uns auch mehr panzern. Da kommen wir nicht drum rum. Wie machen wir denn das? Ich glaube, als erstes tun wir die Dinger mal wegschmeißen. Die sind zwar nett, aber... Ich glaube, ich investiere jetzt erstmal kurz in Schildgeneratoren. Einfach nach dem Motto, je mehr, desto besser, das Zeug. Dafür muss ich jetzt aber, glaube ich, mal ein paar Waffen rausschmeißen. So. Wo müssen wir am besten Panzerung draufpacken? Da oben müssen wir Panzerung draufpacken. Ich nehme jetzt diese Dreiecke und stecke die da quasi einfach mal rein. Das müsste eigentlich genau perfekt reinpassen. Ich hatte die nämlich auch so gebaut, dass man die da reinstecken kann, wenn man es nötig hat. Weißt du, so modulare Bauweise. Verstehst du? Kann man das hier auffüllen? Ja, perfekt. Diese Lücke kann man tatsächlich auffüllen. Dann machen wir das nämlich auch mal. Hier natürlich auch.
den ganzen Mist müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen kompakter. Organisieren, die ganzen Teile müssen wir irgendwie verpacken, die wichtig sind. Dazu gehört jetzt halt auch der die Schildgeneratoren gehören da schon mal dazu, die müssen wir auf jeden Fall gut verpacken. Deswegen machen wir das jetzt alles hier mal voll mit dem Zeug. Weg damit. Auf welcher Seite habe ich denn das angedockt? Auf der hier. So. Der ist schon mal zugepackt. Hier packen wir jetzt einfach auch noch ein bisschen Zeug hin. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht erstmal. Kommt weg. Dafür kommt noch mal ein Block rein. Da können wir ja noch einen Block oben drauf setzen. Oder zwei. Gut, das passt. Hier hinten ist ja alles noch offen wie ein Scheunentor. Das habe ich ganz vergessen, weil hier immer mal wieder eine Factory dran kommt. Habe ich das gar nicht geschlossen gehabt. So. Wobei ich da am besten so eine Doppelsicherung draus mache. Also zwei Lagen. So, dann ist unser Hintern auch endlich mal ein bisschen gesichert. Moment, das müssen wir mal wegschmeißen. Das irritiert mich gerade, dass es hier rumfliegt. So. Wahrscheinlich ist das Ding jetzt sauschwer und lenkt sich wieder voll Kacke. Aber im Zweifel können wir dann noch ein bisschen Düsen überall reinpacken. Hier sind ja überall noch so kleine Zwischenräume hier und da und dort und hua. Das würde schon noch funktionieren. Da hinten müssen wir eventuell noch Schildgeneratoren ranpflanzen, wenn wir wieder Geld haben. Aber vorne ist jetzt erstmal wichtiger, dass da ordentlich was ist. Wobei, nee, das fliegt sich... Ah, doch, lenken, drehen. Drehen ist gerade sehr schwierig. Gas geben, kein Problem, aber drehen ist schlimm. Das funktioniert gerade ganz, 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 ganz schlecht. Da müssen wir ein bisschen noch dran arbeiten. Optimieren. Und ich habe so das blöde Gefühl, dass der Agent uns folgt. Der ist nämlich hier schon direkt unter uns. Oh, ich will eigentlich da gar nicht reintingeln. Weil wir so sofort tot sind. Alter, guck mal, wie viel diese kleinen Scheißschiffe von dem aushalten. Das ist doch nicht möglich. Gar nicht. Die halten mehr aus als ich. Die sind super kompakt gebaut, die Teile. So, du hast dich da rein manövriert, du gehörst mir. Alter, wie ich da drauf halten muss. Boah. Die sind echt heftig. Warte mal, da oben gibt es kostenlose Bubbles. Und zwar jede Menge. Ich setze mich mal kurz hier rein und warte einen Moment. Lass mal schön meine Base in Ruhe, du Kackding. Ah, bis ich aber wieder upgraden kann. Also mehr generieren kann, dauert es noch ein Momentchen. Komm, jetzt geh einfach drauf. Ach man, ich brauche Waffen mit größerer Reichweite. Am besten irgendwelche Laserwaffen, Beamwaffen. Mit einer richtig ordentlichen Reichweite. Das bräuchte ich jetzt.
Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen, ne? Ist hier irgendwo noch so ein Depot von Bubbles? Dann suche ich nämlich erstmal das und lege mich nachher mit dem komischen Agenten an. Ich glaube, ich muss waffentechnisch umsteigen. Die sind zwar ganz gut und so, aber so ganz zufrieden bin ich mit meinen Miniguns und sowas gerade nicht. Diese Trägheit der Projektile nervt mich einfach tierisch. Naja, Leute. Ich werde wahrscheinlich offscreen wieder ein bisschen farmen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich dann mit schon erhöhtem P, aber ihr seht, es wird langsam richtig teuer. 1970, kein Pappenstiel mehr. Also bis dann. Tschüssi.